Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es um eine Klimmzugstange und zwar um eine ganz einfache. Und ich zeige euch in diesem Video Schritt für Schritt, wie ich die gebaut habe und was man dafür alles benötigt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Dadurch, dass ich umgezogen bin, brauchte ich wieder eine neue Klimmzugstange. Nicht, dass es heißt, ich kann gut Klimmzüge, aber zum Aushängen ist sie auch nicht schlecht. Und ich wollte wieder eine ganz einfache Klimmzugstange, also nicht mit 1000 Griffen dran, brauche ich einfach nicht. Ich will einfach eine Querstange haben, die gut hält. Also habe ich mir selber eine Klimmzugstange gebaut. Und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie ich die gebaut habe. Das ist quasi einfach nur ein 34, 35 mm Rohr nachher zum Festhalten aus Edelstahl. Und der Rest ist aus Vierkantrohren gebaut und hinten noch Flachstahl. Und da gibt es ein paar kleine Besonderheiten, damit das auch wirklich hält, wenn man das anbaut. Dafür braucht man dann Anker, die man in die Wand einlässt, weil hier sind die Hauptbefestigungspunkte und die anderen sind noch zusätzlich, falls man die braucht. Und ich habe auch das Ganze auf meinem Blog immer noch veröffentlicht als Materialliste und so weiter. Und das ist auch unten alles in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sehen, was ich alles benutzt habe. Natürlich brauchen wir Material dafür. Zum einen die Stange selbst, wo ich mich dran festhalte. Und da kommt es immer auf den Durchmesser an. Einige sagen so 35 mm in dem Dreh, andere sagen 42 mm. Also das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Das hier ist eine 35er Stange und ja, die werde ich wahrscheinlich noch in dem Bereich, wo ich anfasse, ein bisschen mit Textilklebeband umkleben. Und das war es dann auch schon, das reicht völlig aus. Was brauche ich noch? Ich brauche noch für die Halterung ein bisschen Vierkantrohr. Die genauen Maße werde ich dann jeweils beim Bearbeiten immer dran schreiben, sodass ihr genau wisst, was ihr braucht. Und ein bisschen Flachstahl. Das war schon und jetzt geht's auch schon los. So, die Hauptteile sind alle fertig, ausgeschnitten und das nächste wird das Bohren sein, denn wenn die Teile zusammengeschweißt sind, dann bohrt sich das ganz, ganz schlecht.
Jetzt kommt die Klimmzugstange dran. Dafür muss ich einen anderen Schweißstab nehmen, weil das ist Edelstahl und das ist Stahl. Das ist ein 1695er. So, die Schweißkonstruktion ist fertig. Man sieht es jetzt schön. Das sind die beiden Bleche, die das quasi nur in Form halten. Die müssen nicht unbedingt so stark angeschraubt werden, aber das sind die beiden Hauptschrauben auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Das muss auf jeden Fall ordentlich angeschraubt werden später. Es ist alles fertig geschweißt. Es ist schon geschliffen. Das heißt, das nächste ist entfetten und ein bisschen lackieren, damit es ein bisschen schöner aussieht. Ja, das Stück ist jetzt komplett fertig, lackiert, kann angebaut werden, gefällt mir sehr. Es ist ein bisschen rustikal, gehört auch dazu. Das ist ja kein Designer-Möbelstück, sondern ein Funktionsgerät. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war's für heute. Daumen hoch würde ich mich freuen. Na klar, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.